Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zu diesem Conan Exiles Guide. Wir haben eine Herausforderung, die da heißt, riesige Kreaturen besiegen, und das wollen wir uns heute mal angucken. In Klammern, ich muss langsam mal mit dem Battle Pass weitermachen. Wir sind hier beim Krokodil angekommen. Schauen wir mal, ob das eine riesige Kreatur ist. Es wäre gut, wenn du dich ausrüstest. So. Hallo. Ich habe übrigens die. Oh, weg aus dem Maul. Ich habe die Mausführung geändert. In der Hoffnung, dass. Rumpelkammer hat gesagt, das ist immer so hektisch in den Aufnahmen. Also habe ich die Maus runtergedreht. Nein, 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 gar nicht gut. Ach komm. Es ist so nervig mit der. Ich kann dem Maul nicht. Guckt euch das an. Ich kann dem Maul nicht ausweichen. Das macht mich wahnsinnig. So, also. Krokodile zählen, oder die großen Krokodile zählen zu den riesigen Kreaturen. Was hast du da für uns? Ja, okay. Sternmetall. Ja. Okay. Wildfleisch für unsere Grundsubstanzfarm. Und einmal heilen, bitte. Das Kamel macht sich natürlich prima. Das kann eine Menge Sachen tragen. Okay, ich bin schon etwas länger unterwegs, aber ja. So, gucken wir mal, was noch zu riesigen Kreaturen eventuell zählt. Hier hätten wir eine große Schlange. Schauen wir mal. Greift mal an. Also, große Schlangen zählen auch zu riesigen Kreaturen. Wir sind hier auf der kleinen Insel Kriechender Sand. Und hier gibt es zumindest mal mehr Schlangen. Also große Schlangen. Weil ich meine, so 10 riesige Kreaturen muss man ja auch erstmal finden dann, ne? So, das ist jetzt Nummer 4. Dann haben wir da Nummer 5. Oh. Okay, da haben wir doch bestimmt noch mehr. Da haben wir noch. Ja. 6. Gut, also das geht auch. Hier gibt es einige von den großen Schlangen. Aber wir wollen gucken, was sonst noch geht. Hier sind wir bei der Königsnische. Und falls der König da ist. Hi. Ich lasse gerne Wappen hier den Vortritt. Jetzt kommt ihr gleich alle. Oh je. Oh, Leute. Mein Gott. Okay. Ich habe ja jetzt eine ganze Zeit doch wenig Conan gespielt und ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen schwerfällig an.
Jetzt weiß ich nicht genau, liegt das daran, dass ich die Maus anders, anders eingestellt habe? Oder weil ich ein bisschen aus der Übung bin? Na, ist er da? Oh, ja, er ist da. Sehr gut. Bist du eine riesige Kreatur? Könntest du mal auf Vapir gehen? Bitte, danke. Wir wechseln mal die Waffe. Okay, er ist keine riesige Kreatur. Ich bin mir eigentlich ganz, ganz sicher, dass die, wo wir jetzt hingehen, auch dazu zählen. Wo ist denn der Bär, der hier normalerweise kommt? Ich höre ihn. Da ist er. Okay. Den erledigen wir mal. Hä? Wo ist er denn? Da! Okay. Bären sind keine riesigen Kreaturen, aber die sind ziemlich riesig dort, ne? 4 Stück? Hi! Könnt ihr mal angreifen kommen? Einer nach dem anderen oder so? Riesige Kreaturen. 2 Stück haben wir noch. Hi, hey. Ach so, ich dachte gerade, wo ist er? Da ist er. So, das sind die riesigen Kreaturen, die wir besiegen können. Woran ich jetzt gerade nicht gedacht habe, waren Spinnen, diese großen Spinnen. Das könnten auch riesige Kreaturen sein. Nehme, gehe ich mal ganz stark von aus. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Dann schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn ihr sonst noch wisst, welche riesigen Kreaturen es gibt, natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Ciao.